Tom Cruise als Gast beim Platin-Jubiläum der Queen? Die Einladung für den US-Amerikaner verwundert doch sehr. Dieser Name auf der Gästeliste bei den Feierlichkeiten zum Platin-Jubiläum von Queen Elisabeth II. 96 weiß mehr als zu überraschen? Wie diverse Medien übereinstimmend berichten, soll Hollywood-Star Tom Cruise 59 eine nicht unbedeutende Rolle beim 70-Thronjubiläum von Elisabeth II. Einnehmen. Und zwar bei der Fernsehübertragung einer Live-Performance namens The Queen's Platinum Jubilee Celebration, die am 15. Mai vor Schloss Windsor stattfinden und beim Sender ITV ausgestrahlt wird. Dabei soll eine Performance mit rund 1300 Darstellerinnen und Darstellern sowie knapp 500 Pferden in 4 Kapiteln die Royalgeschichte von der Regentschaft von Elisabeth I. hin zur Krönung von Elisabeth II. Nachstellen. Queen Elisabeth I. werde dabei von Dame Helen Mirren, 76, verkörpert, die sich bestens mit der Darstellung einer Queen auskennt. 2007 wurde sie für ihre Rolle der Elisabeth II. In die Queen mit einem Oscar ausgezeichnet. Und wie soll bei all dem Tom Cruise ins Spiel kommen? Jedenfalls nicht als Schauspieler. Angeblich werde jeder der 4 dargebotenen Akte von einem Stargast moderiert. Neben Homeland-Schauspieler Damian Lewis, 51, Bridgerton-Star Atiyo Ando, 59, sowie Fernsehmoderator und Poet Alan Titchmarsh, 72, soll es sich beim 4. im Bunde um Cruise handeln. Welche Aufgabe ihm dabei genau zuteil werden soll, ist allerdings noch nicht bekannt. Warum Tom Cruise? Während Lewis, Ando und Titchmarsh allesamt aus Großbritannien stammen, sticht Cruise in dieser Liste heraus. Was hat der im Bundesstaat New York geborene US-Amerikaner mit der Queen am Hut? Der Twitter-Spot ließ folglich nicht lange auf sich warten. Von einer neuen Mission, imperial für Cruise, ist da die Rede. Andere befürchten mehr Fremdschampotenzial als bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2012. Bei dem Schauspiel am 15. Mai handelt es sich um eines von mehreren Events, das zu Ehren des 70-Thronjubiläums der Queen geplant ist. Den Höhepunkt wird eine 4-tägige Feier darstellen, die vom 2. bis zum 5. Juni steigt.